Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Steinböcke, bei mir bei eurer Crazy Owl zu eurer Monatslegung für den März 2024. Für alle, die den Steinbock als Standzeichen im Mond, Venus oder Aszendent haben. Wie immer, allgemeine Legung, Rollen können vertauscht sein, diese Legung ist zeitlos und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn's nicht deine Legung ist, mach's auch nicht zu deiner Legung. Wilma ist natürlich mit am Start und wir legen heute mit dem Krafttier-Orakel. Dann habe ich ein neues Tarot, das Red Fairy Tarot am Start. Erat Aliquando, das gilt Reverie Lenormand und natürlich gibt's für euch, liebe Steinböcke, eine Faol-Rune mit dazu. So, jetzt schauen wir gleich mal, welches Krafttier euch, liebe Steinböcke, im März begleitet. Was haben wir denn da für die Steinböcke? So, welches Krafttier begleitet die Steinböcke im... Ups, ein ganzer Zoo. Im März. Eins würde uns reichen, maximal zwei. So, welche... Da haben wir's. Fledermaus, Orientierung. Neue, ungewöhnliche Wege tun sich auf. Besinne dich auf dich selbst. Beziehe die Kraft deiner Ahnen mit ein. Okay, also hier scheint es um neue Wege, neue Möglichkeiten für euch zu gehen, liebe Steinböcke. Da sind wir mal gespannt. Die Fledermaus unterstützt euch auf jeden Fall mit der Orientierung. Was war, was ist? In welcher Energie starten die Steinböcke in den März? Was haben wir denn da für euch? Was war, was ist? Das sind auch schon wieder zu viele. So, ein bis zwei Karten bitte. Was war, was ist, in welcher Energie starten die Steinböcke? Die haben sich alle umgedreht. Die zwei nehmen wir. Interessant. Okay, wir haben die sechs der Stäbe und die acht der Schwerter. Liebe Steinböcke, ich habe das Gefühl, ihr möchtet gerne siegreich nach Hause kehren, steht euch aber ein Stück weit selbst im Weg. Die sechs der Stäbe ist die siegreiche Heimkehr. Aber, also bei mir auf dem Tisch, ich muss das euch wieder andersrum zeigen, liegt das ja so rum. Das heißt, ihr wollt siegreich heimkehren, aber... Ihr lauft direkt in die Acht der Schwerter hinein und das ist die Karte der Selbstbegrenzung. Im klassischen Tarot ist bei den Acht der Schwertern eine Frau dargestellt, welche gefesselt ist, von acht Schwertern umgeben, also eingegrenzt ist und sie hat die Augen verbunden. Das heißt, sie ist weder handlungsfähig noch sieht sie, wohin sie gehen will. Und ich habe hier das Gefühl, dass ihr im Grunde wirklich mit einem Thema zu tun habt, wo ihr gerne ankommen wollt, siegreich heimkehren wollt, ein Projekt vielleicht erfolgreich abschließen wollt, aber irgendwie steht ihr euch da in einem gewissen Aspekt selber im Weg. Da bin ich gespannt, was uns die weiteren Karten verraten, worum es hier genauer geht. Verdeckte Energie haben wir auf jeden Fall mit dem Pagen der Kelche und den Zehen der Stäben, dass ihr euch vielleicht aus Liebe viel zu viel aufgebürdet habt. Die Zehen der Stäbe ist die Bürden. Ja? Hier trägt man 10 Stäbe, also im klassischen Tarot wird hier eine Person dargestellt, die 10 Stäbe vor dem Gesicht so versucht zu bündeln. Und das ist auch... Genau, jetzt kommt mir hier gerade durch, es ist bei den 10 Stäben nicht die Belastung, sondern gebündelte Energie. Ihr bündelt eure Liebesenergie selbst. Das, was ihr eigentlich tun wollt, um siegreich heimzukehren, da gibt es etwas, was ihr tun müsstet, wo ihr noch ein bisschen Respekt davor habt. Als ob ihr Respekt davor hättet, wirklich euren Herzensweg zu gehen und deswegen bündelt ihr eure Energie und haltet euch selbst zurück. Aus irgendeinem Grund haltet ihr euch selbst zurück. Und
bündelt die Energie, die euch eigentlich innewohnt. Da bin ich ja jetzt gespannt, was uns hier Erat Ali Kwando ins Feld gibt, worum es hier genauer geht. So, was war, was ist hier bei den Steinböcken? Warum wird die Energie gebündelt? Was ist hier los? Was haben wir denn da? Für die Steinböcke, eine haben wir schon mit der Kutsche. 2, 3, 4. Eine würde ich noch nehmen. Eine nehme ich noch. Ups. Wir nehmen die Sanduhr, die hat sich zuerst umgedreht. So, wir haben mit der Kutsche den Überfluss, die 7 Meilenstiefel, den Bergkristall und die Sanduhr. Okay. Was ergänzt hier noch das Renommant für die Steinböcke? Was war, was ist? Die Störche, ups, und das Herz. Okay, die Störche und das Herz. So, ich muss das ein bisschen, ich hoffe, so seht ihr es besser. So. Okay, meine Lieben. Also, ihr haltet euch mit irgendetwas zurück. Es gibt vielleicht ein Herzensprojekt von euch, wo ihr wirklich über euch selbst hinauswachsen könntet, aber irgendwie, vielleicht auch aus Liebe heraus, haltet ihr euch hier zurück, eurem Traum zu folgen. Das ist so, keine Ahnung. Als Beispiel, ihr habt Kinder und verzichtet vielleicht als Frau auf berufliche Ziele, weil ihr eben der Kinder wegen, ne? Also so etwas könnte das sein, weil ihr vielleicht für die Kinder da sein wollt und deswegen stellt ihr euren Triumph, den ihr mit den 6 der Stäben hier einfahren könntet, erstmal selber zurück und begrenzt euch. Ich habe hier den Hinweis auf mit der Kutsche und Zeit. Wenn ich jetzt bei diesem Beispiel bleibe, dann kann es vielleicht auch sein, dass es hier darum geht, ne, schon mit der Kutsche die Zeit zu genießen. Also wenn du jetzt noch ganz kleine Kinder hast, ne, da passiert so viel in der Entwicklung. Und wenn da natürlich ist es da absolut nachvollziehbar und verständlich, wenn man als Mutter oder Vater die Zeit mit den Kindern genießen möchte. Ja, diese Reise hier mit der Kutsche hier mit Eile, mit Weile machen möchte. Also diese Reise genießen möchte, ja, diese Zeit auskosten möchte. Aber es ist parallel auch so bei euch, dass wir eben mit dem Überfluss und dem Bergkristall, dass es für euch, liebe Steinböcke, so ist, dass immer klarer der Wunsch durchkommt in euch, dass ihr eure Facetten hier zum Erstrahlen bringen wollt, dass ihr auch diese Facette mit dieser Leidenschaft, die hier steht, ja, oder diesem Projekt, wo ihr eben siegreich sein wollt, dass das immer lauter wird, diese Stimme. Also es ist so ein innerer Kampf. Und ihr seid dann zum einen mit den 7 Meilenstiefeln, ist es so, dass ihr, ja, die 7 Meilenstiefel sind einem immer ein bisschen zu groß, ja, und da geht's schnell voran. Das heißt, vielleicht gibt's einen Traumjob von euch, ja, und ihr habt jetzt wirklich, nehmen wir beispielhaft kleine Kinder und jemand bietet euch euren Traumjob an. Und ihr hattet euch aber eigentlich vorgenommen, ja, ich würde gerne noch so 1, 2 Jahre bei den Kindern sein und dann erst. So diese Energie nehme ich hier wahr. Und es überrollt euch gerade ein bisschen. Und ihr habt das Gefühl, diese 7 Meilenstiefel, die sind euch noch zu groß. Ihr kommt hier nicht so wirklich, die halt geben euch nicht so den Halt. Die sind euch zu groß, da muss man erst mal reinwachsen. Und ihr wisst es halt noch nicht. Ja, und es ist ja aber schon so, dass wir hier mit den Störchen und dem Herz eine positive Veränderung haben. Es wird hier eine Veränderung geben aus dem Herzen heraus. Also hier darf vielleicht auch ein Wandel stattfinden, ja, dass du mit der Fledermaus vielleicht auch wirklich
dich auf dich selbst besinnst und nach neuen Wegen, nach ungewöhnlichen Wegen suchst, wie du vielleicht eben dich nicht selbst begrenzen musst oder deine Energie bündeln musst, was diesen Herzenswunsch da in dir angeht, ja, und gleichzeitig eben dieser Verpflichtung aus einer Liebesverbindung oder Elternverbindung heraus hier nachkommen kannst. Ich habe als verdeckte Energie die Störche aus dem Erat Aliquando und den Fuchs. Also, der Storch im Erat Aliquando heißt, dass hier noch etwas gebrütet werden darf. Hier darf noch etwas ausgebrütet werden, das ist noch nicht bereit zu schlüpfen. Aber du solltest hier von falschen Annahmen Abstand nehmen. Also aus vielleicht übertriebener Fürsorge für andere oder so. Du solltest hier wirklich in dich hineinhorchen. Die Weisheit, die Schwanzspitze des Fuchses liegt darin, wenn du wirklich über diese Situation mal brütest und vielleicht eben mit der Fledermaus dann auch erkennst, es gibt hier nicht nur entweder oder, sondern es gibt hier ein sowohl als auch. Ja, also, und das wäre eben auch, wenn du in der Energie bist von entweder oder, dann ist es immer schwarz-weiß, links, rechts, ja, nein. Und manchmal gibt es halt eben nicht nur schwarz-weiß, sondern es gibt halt ganz viele Graustufen. Viele Wege führen nach Rom. Und du siehst diese möglichen Wege aber gar nicht, weil du eben deine Energie bündelst und eben glaubst, du musst dich hier selbst beschränken und dich selbst zurückhalten. Was kommt denn hier? Wow. Auf euch zu. Wow. Oh, geil. Liebe Steinböcke, geile Energie. Kann ich euch jetzt schon sagen. Wow. Wow. Ich freue mich für euch. Also, wir haben die Sonne. Was kommt auf euch zu? Ja, Sonne, was soll ich sagen? Glückskarte im Tarot, ja, da geht es ums Erstrahlen. Du wirst hier einen Weg im März finden. Hier wird sich etwas Neues auftun. Vielleicht auch mit der Unterstützung der Fledermaus. Die Sonne steht für Lebenskraft, für Wärme, für das, ja, das Lebenslicht, auch die Geborgenheit, ja, diese Sicherheit, die Sonne geht jeden Tag wieder auf. Ja, also diese Sonne wird hier im März für dich ganz klar zum Tragen kommen und wird erstrahlen und dir deinen Weg erhellen. Und jetzt schau dir mal diese verdeckte Energie an. Also besser geht's ja nicht. Wir haben das Ass der Münzen, absolute Glückskarte im Tarot. Hier kommt eine Portaldurchschreitung. Hier tun sich wirklich, wie die Fledermaus ankündigt, neue ungewöhnliche Wege auf, glorreiche Wege, ja, die arbeitsintensiv sind. Ja, auch dafür steht das Ass der Münzen. Aber sie sind solide, tragend, erfolgversprechend und ja, auch langfristig. Ja, dann haben wir den Stern. Da geht es um die Heilung, Heilungskarte. Hier geht es auch um die Wunscherfüllung. Und darunter liegt dann noch der Narr. Es gibt hier einen soliden Neuanfang in Richtung deine Wunscherfüllung, lieber Steinbock. Ja, und dieser kommt tendenziell schon im März und lässt wirklich die Sonne in deinem Leben erstrahlen. Wow. Cool. Richtig cool. So, was kommt denn hier noch auf die Steinböcke zu? Was ergänzt hier noch Erat Aliquando? Was haben wir hier? Den Mangel und die uralte Eibe. Die hohe Mauer. Ich glaube, die größte Herausforderung für euch, liebe Steinböcke, ist, wirklich sich herauszuwagen, diese Chance zu nutzen. Das Glühwürmchen. Tischlein, deck dich und Geduld. Mhm. So, und was ergänzt hier noch das Lenormand? Dann gehe ich wieder für euch in die Deutung. Was kommt hier auf die Steinböcke zu? Eine haben wir und noch eine. Und wieder der Fuchs und die Fische. Okay, also
Spiegelung, Mangel auf Geduld brauche ich, glaube nicht erklären. Ihr seid ein bisschen, also es ist ein bisschen so eine Ungeduld da. Und es hat vielleicht nicht nur mit Ungeduld zu tun, sondern der Mangel kann hier vielleicht auch sein, eben diese, ich habe gerade das Wort Scheuklappen im Kopf. Also eben dieses, ne, die Fledermaus hilft euch, neue ungewöhnliche Wege zu sehen. Und im März kann es eben am Anfang noch sein, dass ihr diese Wege gar nicht sehen könnt. Weil eben wieder, dann sind wir bei der Energie entweder oder, ja, oder sowohl als auch. Also hier den Blick zu erweitern und dann zu erkennen, dass es zur rechten Zeit geschehen wird. Wir haben im März tendenziell für euch anstehen mit der uralten Eibe und Tischlein deck dich. Nochmal, das Tischlein deck dich ist eine Glückskarte im Erat Aliquando. Da geht's um die Fülle. Euer Gabentisch ist reich gedeckt und hier müsst ihr lediglich mit der uralten Eibe ein Portal durchschreiten. Und zwar genau dieses Portal, das euch bisher davon abhält, Funkelmomente zu erleben. Also so wirklich zu sagen, ja, hier haben wir das. Ne, es gibt so eine einen Überfluss an Strahlkraft in euch, aber ihr seid so mit dem Zeitthema oder diesem, ja, wenn ich bei meinem Beispiel bleibe, für die Kinder da sein oder eben meinen Traumberuf ergreifen, das ist so dieses Entweder-Oder. Und hier ist es im Endeffekt so, dass das, wo ihr vielleicht auch so eine Selbstbefriedigung oder Selbstbestätigung, diese Funkelmomente erleben könnt, das blockiert ihr vielleicht ein Stück weit selbst. Das wird euch im März begleiten. Und hier steht dann eine Portaldurchschreitung an. Wenn ihr erkennt, dass es eine Fülle an Möglichkeiten gibt, ja, eben genau diese Sonne in eurem Leben scheinen zu lassen. Ihr solltet hier mit dem Fuchs auf und die Fische. Also zum einen zeigt die Schwanzspitze des Fuchses auf die Geduld. Also euch wirklich die Zeit zu nehmen. Ja, dieses Ast der Münzen verdeckte Energie und diesen Stern und Narr. Also das Timing scheint mir hier sehr, sehr wichtig für euch zu sein. Und was das Timing angeht, solltet ihr vielleicht außerhalb der Box denken, damit ihr nicht im falschen Gewässer ersauft hier. Wir haben hier, es geht ja auch darum, es sollte nicht nur um Finanzen gehen. Die Fische stehen auch für Finanzen. Also wenn, kleine Warnung könnt ihr hier drin legen, nehmen wir an, da gibt's eine Option, die euch jemand anbietet. Der sagt aber, ihr müsst da erst so und so viel investieren, damit ihr damit an Bord seid, bla bla bla. Vorsicht, hier könnte ein Geldverlust liegen oder eine falsche finanzielle Investition. Deswegen erwähne ich das jetzt nur. Also seid hier bitte achtsam, was eure Finanzen angeht. Und das ja eben auch nicht aus lauter Übereifer, weil wir haben ja die 7 Meilenstiefel, die einem ja ein bisschen zu groß sind, vielleicht ins falsche Gewässer springt, ja? Hier, also das ist wichtig. Dadurch, dass dieser Drang hier, habe ich das Gefühl, ne, es wird euch bewusst, ihr selber begrenzt euch und ihr seid in so einer Scheuklappen-Entweder-Oder-Energie. Und dieser Drang aber, eurem Herzenswunsch hier nachzugehen, der ja schon in euch brodelt, ihr wollt hier irgendeinen Erfolg, einen Sieg einfahren, siegreich heimkommen, wird man vielleicht eben auch ungeduldig und dann auch aufgrund dieser Ungeduld ist man unachtsam und macht dann vielleicht die Bewegung in die falsche Richtung. Aber die Karten tendenziell im Tarot überwiegt ja für mich immer, da habt ihr echt Jackpot-Energie. Ja, ihr habt mit dem Ast der Münzen eine solide Chance, die arbeitsintensiv ist, aber erfolgversprechend, in eurer Wunscherfüllung einen Neuanfang, ein neues Abenteuer einzugehen. Und die Sonne als Glückskarte überstrahlt das Ganze noch. Ja, aber seid nicht ungeduldig, sondern geht diese neuen Wege wirklich in Verbundenheit. Ja, und hier ist es eben vielleicht auch dann, dass ihr dass ihr es anders macht, als es euch im ersten Moment präsentiert wird oder als ihr im ersten Moment denkt, dass es sein muss. Ne? Weil mir fällt hier eben immer diese Fledermaus wieder mit der Orientierung. Neue, ungewöhnliche Wege tun sich auf. Und das ist eben dieses
außerhalb des Rahmens zu denken, ne? Neue Wege zu denken. Also so, da ist Kreativität gefragt. Spannend. Da bin ich sehr auf eure Kommentare gespannt. Was ist denn hier der Tipp des Universums für die Steinböcke? Was haben wir denn da? Tipp des Universums für die Steinböcke. Da haben wir sie. Wow. König in der Kelche. Okay, ihr solltet wirklich auf euer Gefühl hören. König in der Kelche ist das Wasser des Wassers. Achtet auf euer Gefühl. Eure Intuition, die Königin der Kelche, ist die gefühlvollste, die gefühlsreichste Königin. Und hier geht es wirklich darum, auf euer Gefühl zu achten. Also nicht auf den Verstand zu hören, sondern zu fühlen. Ja, in der negativen Ausprägung ist die Königin der Kelche die Drama Queen. Aber als Tipp des Universums ist sie für mich immer so dieser Hinweis, Dinge nicht immer mit dem Kopf zu machen, ja? Also triff deine Entscheidungen aus dem Herzen, aber nimm deinen Kopf mit. Also fühl da wirklich in dich hinein, wenn hier diese As der Münzen, diese glorreiche Chance auf dich zukommt, und sei kreativ, ja, mit dem Wasser zu fließen. Also in deinem Flow auch zu bleiben und nicht vielleicht, auch das ist hier eine Deutung, nicht mit den anderen Fischen zu schwimmen, sondern deinem Fluss zu folgen, ja, Königin der Kelche. So, was ergänzt hier noch Erat Aliquando? Uiuiui, da haben wir schon. Die Dame, der Kobold, so rum, die Schmiede, alte Pfade, neue Wege, das Schneeglöckchen und der Fuchs. Gott. Und dann, was ergänzt noch das Lenormand? Ihr wisst ja, wenn die Dame fällt, seid ihr als meine Zuschauer immer damit gemeint, egal ob ihr männlich oder weiblich seid. Euer Gegenüber wäre der Herr. Okay. Wow. Also die Outcome-Karten, wie es weitergeht, sind schon mal der Hammer. Wir haben die Dame und den Fuchs. Also auch nochmal hier, fühlt in euch hinein. Welchem Leitstern wollt ihr folgen? Ja, aus eurem Gefühl heraus, aus eurem Herzensintuition heraus. Was sagt eure innere Stimme? Ja, beraubt euch nicht möglicher Neuanfänge. Ja, auch wenn das hier ein zartes Pflänzchen ist, wo es um langsames Wachstum geht. Haltet euch nicht mit dem Kobold selbst zurück. Ich nehme den Kobold hier mit eben falschen Annahmen wahr. Also da geht's nicht. Der Kobold ist normal jemand, wo man das der Herzenswünsche beraubt wird. Aber hier ist es vielleicht wirklich so, dass ihr eben nicht in diesen Achter Schwerter Energie bleibt, euch selbst zurückhaltet oder 9 der 10 der Stäbe, ne, eure Energie bündelt. Sondern diese Energie, die muss ja nicht, wenn die gebündelt ist, die muss ja nicht wie in einem Dampfdrucktopf dann irgendwann explodieren, sondern das kann ja auch zart wachsen, in kleinen Schritten. Ja, also beraubt euch nicht einer neuen Möglichkeit, nur weil eure bisherige Gedankenwahrheit die und die war. Ja, der Kreis ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Man kann das auch mal anders sehen. Und dann haben wir hier die Schmiede und alte Pfade, neue Wege. Mit der Schmiede geht es um Arbeit, um Berufung. Da geht es darum, das Eisen zu schmieden, solange es noch heiß ist. Und hier dürft ihr vielleicht wirklich Fledermaus wieder, sehr synchron, ja, alte Pfade verlassen und neue Wege beschreiten. Neue, ungewöhnliche Wege tun sich auf. Das sagt hier ja auch die Fledermaus. Es wird hier, ihr werdet hier eine Entscheidung treffen. Und die wird euch letztendlich Ernte einfahren lassen. Die wird vielleicht euch auch selber überrumpeln, weil ihr irgendwann, wenn ihr hier so wirklich in euch hineinfühlt und eben euch für neue Möglichkeiten öffnet, dann auf einmal aufwacht und sagt, so, und jetzt mache ich das. Ja? Wie geht's weiter? Also ihr solltet es, wow, ihr solltet es wirklich tun. Wie geht's weiter? Die Herrscherin und die Liebenden. Wieder zwei große Arcana-Karten.
Also, ne, die Herrscherin, die gebiert neue Welten, die bringt neue Dinge zur Welt. Und die Liebenden muss ich, glaube ich, nicht erklären. Du wirst hier in eine ganz neue Präsenz gehen. Und auch vom Lenormand kommt hier nochmal der Neuanfang bestätigt. Also, du wirst hier die Selbstbeschränkung, die Selbstbegrenzung, diese gebündelte Energie in irgendeiner Art und Weise freisetzen, sodass du wirklich hier etwas Neues zur Welt bringst. Wow. Sehr cool. Ich freue mich wirklich auf eure Kommentare, was ihr mir da reingebt. So, Rune. Und da haben wir sie schon. Ja, yeah, die Awas. Das ist die Eibe. Das ist der Baum, der die Welten verbindet. Ja, hier ist man gut geerdet und gut gehimmelt. Das ist auch die Rune der Grenzüberschreitung. Denke außerhalb der Box. Das ist die Rune. Die Awas überwindet Grenzen. Das, wo du dich hier noch selbst begrenzt, ja, wo du deine Energie noch bündelst. Die Awas hilft dir, genau diese Energien freizusetzen und damit eben diese neuen ungewöhnlichen Wege aufzutun. Geil. Richtig geil. Ich finde es richtig, richtig toll. Freue mich echt auf eure Feedbacks und Kommentare. Das war eure Legung für den März. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst oder mein Video teilt. Habt einen zauberhaften Monat, fühlt euch umärmelt und gedrückt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.